Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon hier aus unserem Level Crazy Crotters, wo wir unendlich Kohle auf dem Konto haben und aber dafür 2000 Besucher schaffen müssen und die Parkwartung darf niemals unter 700 fallen und der ganze Spaß ist zeitlich unbegrenzt, das heißt, wir können im Prinzip uns auch hier 1000 Ingame-Jahre Zeit lassen, solange die Parkbewertung niemals unter 700 fällt. Aktuell ist die auf 999, was der maximale Stand ist. Das ist gut und das Schöne daran ist, man muss sich ja auch nicht um das Geld kümmern, man muss auch nicht gucken, ob die Leute irgendwie noch Eintritt bezahlen für irgendeine Attraktion. Man kann auch bauen, bauen, bauen. Das ist ja auch mal schön. Und wir haben jetzt ja schon ein bisschen was gebaut, wie also jetzt hier so ein bisschen so eine kleine Action-Ecke natürlich wieder. Dann na, hier oben sowas, wo ein bisschen so, naja, sinnloses Zeug steht. Und hier die Achterbahn-Ecke. Na gut, eine Ecke ist es nicht wirklich, es ist ja mehr in der Mitte. Das Achterbahn-Zentrum. Hier war dann so ein Chaos-Theorie. Das sieht so ein bisschen chaotisch aus, die Streckenführung. Man kann die nicht direkt nachvollziehen. Hier weiß man nicht genau, geht die Bahn unten lang oder oben lang oder hinten auch oder hier hinten. Natürlich, wenn die Attraktionen, wenn die Wagen drüber fahren, sieht man es, aber das gibt so ein bisschen eine Irritation oder hier die Stelle. Dann haben wir unten noch einen Red Flyer, den haben wir auch selber gebaut, ein bisschen so eine kompaktere Achterbahn, oh, die ja so richtig schön langsam drüber geht. Dann gibt es eine Kinderachterbahn, der Kiddie Coaster. Und der Orbiter. Das ist dieser hier. Der heißt Orbiter, weil der so ein bisschen, naja, kurios aussieht. Dann haben wir hinten noch die Rohrpost stehen. Und was sagt die Forschung? Als letztes gab es den Luftballonstand. Haben wir den jetzt schon gebaut oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Rohrpost ist jetzt auch defekt. Wo wir es gerade angeguckt haben, Fehlfunktion des Fahrzeugs. Warum ist der bloß alle 10, 30 Minuten angucken drin gewesen? Ja, Luftballonstand, haben wir den jetzt schon gebaut oder nicht? H-I-J-K-L, nö. Noch kein Luftballonstand, was ist denn da los? Schweinerei, da müssen wir gleich mal Abhilfe schaffen und einen bauen. Und zwar in, passend zum Park, in so einer Lava-Orange-Farbe. Und da hinten in die Fressecke kommt auch noch einer hin. Ja, mal gucken, was die nächste Forschung bzw. Entwicklung bringt hier im Park. Vielleicht mit einer Achterbahn oder sowas. Ich bin ein bisschen verschnupft, ein bisschen erkältet. Man hört das vielleicht. Beziehungsweise ich hoffe, man hört das nicht. Wenn man es hört, dann entschuldige ich mich jetzt schon an der Stelle. Irgendwie eine Wasserattraktion wäre nochmal was Schönes. Unbekannt ist als nächstes, da bin ich auch mal gespannt. Dann überbrücken wir die Zeit einfach wieder ein bisschen und gucken mal, was wir noch bauen können. Hinten Shuttle Loop, steht keiner an. Was ist denn da los? Oh ne, doch ein paar bloß. Das sieht immer so aus, als würde die Parkbewertung hier noch so ein bisschen absinken. Weil hier ist jetzt so eine Lücke, die scheint jetzt größer zu sein wie vorher. Ach, wisst ihr was? Wir bauen jetzt eine Transportbahn hier um den bisher gebauten Bereich, so als kleine Rundfahrt. Da müssen wir mal gucken, wo wir die Station hinbauen können. Roswell Derby ist defekt. Was war denn das? Achso, das war das hier. Na klar, Roswell Derby. Anspielung auf diesen UFO-Absturz, den es dort, ich sage es mal vorsichtig, angeblich gab. Roswell, wann war das? Ne, in den 40er noch nicht, eine 47 oder sowas? Nee, ne? Das ist, glaube ich, zu früh noch, hä? In den 50er? Nee, doch 47, oder? Nee. Oder war 47 die erste UFO-Entdeckung? Ich weiß es nicht. So, wo kommt jetzt die Station hin? Idealerweise sollte die Station eigentlich in der Nähe des Parkeingangs kommen, auch wenn die
die Besucher das nicht als Transportbahn erkennen, sondern als normale Attraktion. Da kann es dann sein, dass die Leute rumfänzen von wegen, hier ist ja zu langweilig, vielleicht hier oben drauf. Ich hätte aber gerne die hier. Passt das hier oben drauf, dann ist das zwar in der Action-Ecke mit drin, aber wie sagt ein altes Sprichwort, was soll's? Oder nützt ja nichts. So, hier schön an diesem Dingens vorbei hier. Was war das ja gleich nochmal? Mal gucken in das Thema. Marsbauten. Aha, ach stimmt, das ist Mars-Thema. Okay, ja, richtig. Spielte ja auch auf Mars, das Szenario. So, aber hier müsste doch eigentlich hochkommen, hä? Ja, genau. Ach, das passt hier drüber. Na dann, warum? Ach so, das war gar nicht da drüber. Das sah jetzt so aus, als würde man da drüber bauen. Dabei baut man hier doch so als außen vorbei. Genau, so passt das. Dann mache ich ja mehrere Stationen. Oder wird das wirklich bloß eine Rundfahrt? Nee, ich mache das als klassische Rundfahrt. Denn ich glaube, so diese in anderen Parks haben diese Dinger hier auch keine weiteren Stationen. In manchen Parks schon, da ist das richtig so als Transportbahn angelegt, dass man dann irgendwo aussteigen kann an einer anderen Station. Ich glaube, im Heidepark bei der großen, bei der, oder? Im Heidepark bei der großen Parkbahn. Ich glaube sogar auch bei der Parkeisenbahn hat es mehrere Stationen. Wie gesagt, ich war schon ewig nicht im Heidepark. Ich kann das gar nicht mehr so richtig abrufen, wie das dort war. Und dann gab es aber noch so eine kleine Rundfahrt. Da war, glaube ich, bloß eine Station. Wer das genau weiß, kann das ja mal unten in die Kommentare rein schreiben. Jetzt mal zu hoch für die Stützen, wisst ihr was? Da bauen wir mal außen rum. Machen wir es halt so. Sieht zwar ein bisschen weird aus, aber na, jetzt laggt das wieder ein bisschen. Kleiner Ruckler drin gehabt. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Hier müssen wir zum Glück bloß gerade ausbauen. Oder ob man hier mal an dem Kitty Coaster so vorbeibaut. Ich baue mal so drüber weg. Geht ja auch mal. So, dann geht das hier hoch, hier rüber. Hier über den Weg. Und dann könnte man das doch eigentlich, sofern das funktioniert, müsste aber, ich probiere es nochmal aus. Na, nee, es ist schon zu weit. Der eine oder andere ahnt vielleicht schon, was ich vorhabe. Nee, da ist Achterbahn im Weg. Muss ich das noch eins höher bauen? Ich glaube, es muss eins höher, hm? Auf eine 12er Höhe vielleicht. Ha, das passt genauso. Achso, ja, Fenster wieder rum, von wegen ist zu niedrig. Aber ich kann das ja nicht niedriger machen.
Das geht dann nur so. Und dann kann ich im Prinzip die Station hier hinten noch ein bisschen länger machen. Genau, neue Attraktion ist verfügbar, ein Riesenrad. Na, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte, aber gut. Zu den Eingang machen wir hierher. Und den Ausgang machen wir einfach mal. Der Ausgang fällt in die Action-Ecke. Wird aber auch nur ein One-Way-Ausgang. Mit der üblichen Ausstattung von wegen Bänken und Mülleimern. Jetzt ist die Parkweitung leicht gesunken um 9 Punkte. Das sieht man dort unten dann auch im Diagramm. Ich bin mal gespannt. Ich hätte gerne einen roten Weg, passend zum Park. Bin mal gespannt, wie die Rundfahrt ankommt. Immerhin wird einem ja hier der gesamte Park gezeigt. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. So, jetzt ruppt es wieder die Begrenzung zur Action-Ecke weg. Naja. Und dann bauen wir sie halt einfach zum x-ten Mal neu auf. So. Ach, hier gibt es auch die großen Wagen. 2 und 8. Und hier haben wir 4 und 5. Das sind 16 und 20. Hier gehen bei 4 Zügen haben wir 20 mal 4 sind 80. Und hier ist es ein bisschen komplizierter. Aber hier gehen 10 pro Wagen rein. Hier vorne kommen, glaube ich, 5 und da 10. Da ist wahrscheinlich. Wann kann ich ein 3 machen?